Moin! Wir haben heute ein ganz schnelles und einfaches Basic-Rezept für euch. Wir machen heute Gnocchi selber. Dafür braucht ihr Kartoffeln, die ihr erstmal mit Schale kocht, bis sie weich sind. Mehlige Kartoffeln eignen sich hierfür am besten. Und nun schälen wir die Kartoffeln und pressen sie dann durch eine Kartoffelpresse. Würzt die Kartoffeln nun mit Muskatnuss und Salz und gebt das Ei und den Grieß hinzu. Und nun kommt auch schon das Mehl. Wir geben immer erst die Hälfte des Mehls hinzu, da sich der Teig je nach Kartoffel und Größe des Eis unterschiedlich verhält. Vermischt alles nur ganz kurz miteinander. Wenn der Teig gerade zusammenhält und nicht mehr klebt, ist er perfekt. Wenn nicht, gebt einfach noch etwas Mehl hinzu und knetet ihn nochmal durch. Wenn der Teig nun fertig ist, können wir unsere Arbeitsfläche bemehlen und den Teig in 4 Teile teilen. Bemehlt eure Hände und formt jetzt aus einem Teil eine lange Rolle mit einem Durchmesser von ca. 2 cm und stecht eure Gnocchi ab. Und dann fahrt ihr einfach mit eurer Gabel sanft über die Gnocchi. Übrigens könnt ihr die Gnocchi jetzt auch wunderbar im rohen Zustand einfrieren und dann nach Belieben portionsweise wieder rausholen und ganz normal kochen. Oder ihr kocht sie jetzt, wie wir, einfach direkt. Dafür das Wasser gut salzen und die Gnocchi in den Topf geben. Sobald sie oben an der Oberfläche des Wassers herumtänzeln, sind sie fertig. Das dauert in etwa 2 Minuten. Und nun könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ihr könnt sie als Suppeneinlage verwenden, mit Soße zusammen essen oder auch anbraten. Was wir aus unseren Gnocchi gemacht haben, das zeigen wir euch am Mittwoch, hier auf unserem Kanal. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gern kostenlos und folgt uns auf Instagram oder Facebook. Da sagen wir euch immer Bescheid, sobald ein neues Video online geht. Bis zum nächsten Video, Chris und Marie.